Ja, hallo, der Michael hier von Mika News. Heute gibt es ein Speedrun und zwar wir versuchen die 300 km/h zu knacken. Ob das klappt? Ihr seht, das wird schwierig. Bevor wir damit anfangen, einen kurzen Blick aufs Fahrzeug. Es sind Hobau Hyper VTE 2 Onroad Extreme Speed Car umgebaut mit einer Mamba Combo, und zwar Castle Mamba XLX28S. 2 4S Akkus drin. Es ist drin ein TP 2400 kV Motor. Ansonsten das Fahrzeug CNC Aluminium Chassis 8 mm dick, Dämpferbrücken 4 mm dick, Motorhalterung und vieles mehr aus Aluminium, Vierradantrieb verbaut, 17 mm Big Bore Aluminium Stoßdämpfer, 4 mm Kolbenstangen, Kugellack gelagert, klar und alles einstellbar mit einer Corvette Karosserie. Ja, so ganz optimal war die nicht gewesen, die Karosserie. Die hätte etwas mehr Aerodynamik gebraucht. Aber das sehen wir dann im Video mehr. Ihr seht noch Moosgummireifen, ja, um im Prinzip auch mehr Griff zu haben, wie die sich schlagen. Das werden wir auch sehen. Die Akkufächer, die waren etwas klein. Die Akkus haben etwas wenig Platz gehabt. Dort ist dieser TP 2400 kV Motor kurz im Blick gewesen. Ja, hier sieht man das Chassis, nochmal die Reifen, die Aufhängung, Einzelradaufhängung. Dieses Fahrzeug ist natürlich speziell dafür gedacht, Corvette-Karosserie. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für eine Karosserie empfehlt oder was ihr nehmt für sowas. Na, es gibt ja schon diverse Speedruns bzw. Fahrten, um 200-300 km/h zu knacken. Für viele ist ja schon die 200 Marke ein Knackpunkt. Hier ist der Sky AC Speedmesser, wird ja über die App dann im Prinzip abgerufen. Hier sieht man es, die App wird dann gestartet und dann sieht man die Werte in Echtzeit. Verbaut, 2 4S Akkus drin. Ja, man hat ja im Prinzip nur 10 Sekunden Spaß, wie man so schön sagt, weil logisch, ne? Hier geht es reinweg nur um Speed. Deswegen ist, hier wird kurz getestet, deswegen geht es ja jetzt hier darum, im Prinzip nur schnell zu fahren und nicht auf 10 Minuten oder so ranzugehen. So, jetzt geht es hier mal auf die Strecke. Es wird, wird getestet, erstmal so vorab. Oh, und ja. Und das ist dann passiert gleich bei der zweiten Fahrt. Wir haben im Prinzip eine erste Fahrt gehabt. Die erste Fahrt war nur mal gucken, ob er geradeaus läuft. Und dann ging es hier mit Vollgas und gleich Unterluft bekommen. Und durch die Unterluft ist das natürlich nach oben geflogen. Das Fahrzeug hat den Griff vorne verloren und beziehungsweise ist halt nach oben abgehoben. Und ja, gleich der erste Defekt. Ja, es war nur der Akku zum Glück. Zum Glück ist da in der Hinsicht nicht sehr viel passiert. Gehen wir kurz zurück. So. Und das hielt sich toi 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 echt in Grenzen. Ja, laufen ist dann immer eine gute Sache. Wir versuchen natürlich immer in Sicherheitsabstand einzuhalten. Das ist klar, ne? Nicht das Auto wie jetzt zum Beispiel abfliegt und man getroffen wird. Man sollte so Speedruns auch auf... ja, natürlich dort machen, wo nichts los ist. Ne? Am besten wäre natürlich ein Flugplatz, aber da kriegt man nicht immer die Freigabe. Wir haben hier eine Straße genommen, die, wo niemand fährt. So, deswegen war das schon ganz okay. Ja, jetzt geht's wieder zurück in die Box. Ihr seht, der Spoiler hat ein bisschen drunter gelitten, das Fahrzeug auch, aber toi toi toi, es ist nichts gebrochen. Das Einzigste war die Reifen, die kaputt gegangen sind, also so ein paar, ein, zwei Löcher drin, die dann auch noch im Laufe der Zeit natürlich gewechselt werden. Ja, er wird natürlich gleich gefachsimmelt, woran es lag, was man machen könnte. Und wir hatten das Problem, das Ganze oder die nächsten Minuten, dass wir das Problem hatten, keinen Griff. Wir haben irgendwie keinen Griff auf das Auto zu bekommen.
Und ja, seht am besten selbst kurz weiter, was jetzt hier noch passiert. Ihr seht, alles noch drin, bis auf der Akku. Kann halt passieren. Und wie gesagt, es war noch nicht mal volle Pulle gefahren. Na, jetzt gucken wir mal, wie schnell das Fahrzeug war. Ja, blende ich mal ein. 164 km/h. So. Hast du nicht schnell her zu heben? Meinst du? Ja. Also langsamer beschleunigen. Ja. Wo bist du angefahren? Ganz hinten an der Schranke. Das war jetzt der erste Test. 164 km/h. Erstmal abgehoben. Aber jetzt wird hier neu gestartet. Sollte alles hier gleich weitergehen. Mal sehen, wie es jetzt beim nächsten ist. Ja, und das ist ja dann das nächste Problem. Ne? Man muss natürlich, wenn der Griff nicht so da ist auf der Strecke, muss man natürlich langsam nach oben beschleunigen. Das heißt, nicht mit, gleich mit Vollgas, weil es natürlich auch wegen der Untersetzung, der muss auf Speed kommen. Und wenn man natürlich im falschen Moment nochmal richtig Gas gibt, dann kann natürlich so ein Auto abheben oder eben ausbrechen. Ne? Und jetzt werden wir einfach mal schauen, was noch passiert. Ziel war ja, die 300 zu knacken. Jetzt geht es natürlich erstmal um die 200. Hier sieht man die Reifen, die schon eingerissen sind. Also werden auch nochmal die Reifen gewechselt. Zum Glück waren genug Teile da. Fernsteuerung, klar, ist natürlich frei wählbar. Wichtig ist ja bei solchen Fahrzeugen die richtige Untersetzung und dann natürlich also Speed. Na, also meistens ist das Ritzel größer als das Hauptzahnrad. Das ist auch klar. Man will ja auf Speed kommen. Wie gesagt, es geht ja nur um diese gefühlt 10 Sekunden und dann ist ja der Akku auch schon leer. Jetzt versucht man hier in die Korvette unten abzudichten mit Klebeband, also dass praktisch keine Unterluft in die Karosse kommt und dann das Fahrzeug abhebt. Das sind ja, da gibt es ja andere Fahrzeuge wie Infraction von Arma oder so, die haben vorne praktisch nochmal so einen längeren Spoiler und dadurch wird das ja verhindert. Und dann ist natürlich die Frage, war es die richtige Karosse? Also die Corvette-Karosse, da waren wir uns jetzt gar nicht so sicher, ob denn das überhaupt die korrekte Karosse war. Jetzt wird das abgedichtet, also sprich zugemacht. Ja. Ganz witzig, natürlich auch noch die Reifen an der Seite, aber das war dann das nächste Problem, das aufgetaucht ist. Die waren dann zu eng dran, das Klebeband, und dann hat das irgendwann blockiert. Also ja, man muss es dann wirklich echt vorher vorbereiten. Vielleicht nimmt da das Klebeband noch, noch ein bisschen Plastik davor, damit das praktisch nicht kleben tut. Ja, also sprich ein bisschen Lexan noch dazwischen setzen, damit das praktisch nicht passiert. Ja, und dann ging es mal wieder auf die Strecke und ja, das war dann auch nicht so das Optimale, wie ich schon sagte, dass dann Klebeband klebt. Und wir hatten echt die ganze Zeit dann, obwohl wir schon Muskelreifen hatten, die Problematik, Griff, das Auto gerade und stabil zu bekommen. Jetzt kam natürlich hinzu, kein Spoiler hinten drauf, ja, der halt nicht mehr drauf passte, beziehungsweise die Halterung gebrochen war. Das war wahrscheinlich jetzt der Nachteil, dass wir dann im Endeffekt beim Beschleunigen während der Fahrt hinten null Griff hatten. Ja. Zwar geht es jetzt hier nur geradeaus und der Spoiler in der Kurve natürlich noch mal ein bisschen mehr bringt, aber auf gerader Strecke ist es ja genauso. Ne? Also durch den Anpressdruck hinten werden die Räder auch hinten mehr auf der Straße gehalten. Und sollten dann natürlich mehr Griff bringen. Und jetzt noch ein paar Versuche. Und am Ende, ja, so schade wie es ist, hat es leider doch nicht geklappt. Also das sind immer die Probleme. Man plant, hat genug Akkus bei, man hat noch Ersatzuntersetzung bei, um praktisch noch schneller zu werden. Will sich jetzt rentasten, will zuerst die 200 knacken, vielleicht schon die 300, dann noch mal umritzeln und dann noch mal mehr. Hat leider im Endeffekt dann nicht geklappt. Und wie gesagt, Sicherheit geht immer vor, immer schön aus dem Weg gehen und dann probieren und dann schauen und dann kann sowas passieren. Ja. Er traut sich nicht. Ja, man muss sich natürlich auch trauen und Vollgas durchziehen. Das war dann.
Ja, so was passiert auch, ne? Das war ja nichts, ne? In der Hinsicht. Ja, jetzt nochmal wurde das Klebeband abgemacht an den Seitenkästen hinten. Ja, das hat das echt blockiert. Und jetzt nochmal Karosse hinten fixieren, damit die nicht abfällt, damit die auch schön dran bleibt, damit die sich auch nicht bewegt. Und dann ging es dann nochmal weiter, nochmal probieren, ob alles da dran ist. Hier Seite war nochmal ein Ding. Und dann wurde nochmal hier probiert. So, was Ball? So, jetzt wurde wieder umgeswitcht. Ein neuer Fahrer. Der Ralf wieder dran. Ah, das kann noch einen kleinen Moment hier dauern. So. Schön bis hinten fahren, um eben voll auszunutzen. Straße abgesperrt, also wird ja auch gar nicht genutzt. Ne? Also dadurch haben wir ja hier echt null Probleme gehabt mit Fahren. So, Ralf könnte etwas höher sein. Und also jetzt hier funktioniert nur Geld. Wieder das Heck ausgebrochen. Das ist halt das Problem. Ne? Wir hatten halt wieder das Problem mit dem Griff. Hier auch wieder. Schauen wir mal. Und Heck ausgebrochen. Oh, und der fährt nach rückwärts weiter. Ja, wir haben noch so unsere Probleme hier. Naja, so rum geht, ne? So rum geht. Das ist das Kuriose. So rum geht ja. So rum geht ja. So, nächster Versuch. Wir schauen genau hin und was passiert? Er bricht aus. Na toll. Ja, das kann halt passieren. Oh, oh. Deswegen schön alles zur Seite bringen. Also sprich, schön viel Abstand halten. Rutscht zu sehr weg. Rutscht zu sehr weg. Er bricht aus, wenn zu viel Luft. Er bricht aus, wenn zu viel Luft. Der bricht einfach aus. Nee. Das ist einfach. So, und wir haben jetzt abgebrochen. Und werden nochmal die Reifen verbrannt. Ja, was soll der Geiz, würde man jetzt sagen, ne? Nee, ich hab aufgehört. Nee. Weil der Regler wackelt. Muss man natürlich aufpassen, ne, damit der Regler nicht abbrennt oder der Motor, ne, bei sowas, ne, bei solchen Aktionen. Das sollte man tun, nichts dann am Ende vermeiden. So. Und dann sind sie gleich weggerissen. Wir haben jetzt abgebrochen für heute. Das war's dann. Müssen wir jetzt gucken, was passiert und einen neuen Versuch wagen, um praktisch die 300 km/h zu knacken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht habt, was verwendet ihr für eine Kombo bei Speedrun, beziehungsweise um vielleicht die 200, 300 zu knacken, eure Erfahrungen. Könnt ihr gerne reinschreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mika.